aus, das ist schon wieder so verbuggt. Falsche Seite, ne? Ich bin das auch nicht gewöhnt, weil das ist eh alles weg. Nee, da, das ist verbuggt. Hat nichts mit Gewöhnung. Ja, 1% ging noch rein. Nee, die Schaufel, die kippt immer runter, die ist nicht richtig fest da oben. Ah. Also, du hattest die falsche Taste. Du hattest, ich weiß, du kannst es mehr, du kannst es mit rechts, du kannst die Schaufel parallel kippen, ne? Ja, nee, das meine ich nicht. Ja, die ist fest. Du hast einfach, die ist einfach zu schnell, geht die runter, stimmt schon. Ist ja, ich habe die aber gar nicht bewegt, ich habe eben nur gehoben. Und beim Heben ist die runtergefallen. Siehst du? Jetzt wieder. Hä? Ich sag's ja, ich bin noch nicht geknackt. Nochmal. Warte, jetzt habe ich schon was drin. Ich muss eben langsam hochheben, aber das ist dann schon so langsam, das brauchen wir ewig. Was für ein Schwachsinn. So, ja, siehst du, jetzt kippt's wieder runter. Lass mich mal probieren bei dir. Ja, du kannst das ja. Das liegt ja nicht am Radler, das liegt am Multiplayer einfach. Lass mich mal trotzdem probieren. Ja. Ja, bei dir ist es ganz normal. Das liegt ja einfach im Multiplayer, dass die Schaufel da komplett das anders reagiert. Das ist doch unglaublich. Das ist doch echt unglaublich. So, ja, das ist scheiße. Das ist schon Käse. Das ist echt blöd. Na, ja, dann muss das wohl der Host erledigen. Ja, wieder so ein Scheiß mit Multiplayer, das ist unglaublich. Ich kann es nochmal probieren, aber der schüttet da mehr aus als er. Bleib lieber vorne, dass es in die Silage wieder reinschüttet. Das ist meine. Hört sich ein bisschen bescheuert an, wie es ist. Dieser Motor oder wie er das mischt. Jetzt einfach drüber fahren und dann kannst du kippen, wie du willst. Naja, ja, schon klar. Ich bin ja nicht dämlich. Geht davon aus. Ja. Ja, der ist drin. Jetzt. Ja, nee, die Schaufel, die ist auch nicht richtig befestigt. Oben ist zum Beispiel dieser. Ja, nee. Ja, dann lassen wir es bleiben. Jetzt habe ich es aus auch. Aber nur weil ich die falsche Seite hatte. Es war genau andersrum, ne? Kann das sein im LS13? Mhm. Also nach rechts mache ich jetzt die Schaufel hoch. Das ist ganz neu. Weil was nach links. Nach links, okay. Boah, hast du das gesehen? Wie es mich gebuggt hat. Jetzt haben wir schon 30.000 mehr. Jetzt muss ich nochmal genau schauen, wie viel bekommen für eine Fuhr. Habe ich es wieder vergessen. Schauen. Siehst du? Jetzt hat's doch geklappt. Liegt's dann doch am Radler oder wie? Nee. Hm? Liegt's dann doch am Radler da? Ich mach's jetzt mal einfach vorsichtiger. Und langsamer, dann geht's einigermaßen. Mhm. Scheint doch zu stimmen, dass wir an die 10.000 bekommen. Okay, nochmal. Dreimal anfahren. Ah, jetzt drücke ich schon wieder Rechtsklick. Was ist denn, wenn ich nur Rechtsklick drücke? Und dann ausleere. Das müsste auch klappen. Aber wieso ist das so? Also, wieso haben wir das gemacht? Weil der nicht was für einen Sinn hat. Die hielt das, ergibt ja. Toll, jetzt kannst du es zweimal umklappen. Aber was hat das für einen Vorteil? Ah, siehst du, jetzt geht schon wieder langsam. Jetzt haben wir eh schon voll. Ich sehe es wieder. Hier müsste es aber noch ganz gehen, oder? Nee. Auch nicht mehr. Komplett langsam. Und bei 4%. Das ist 20.000 Maximum, also 3,5 Schaufeln. Was nur? Das war doch beim anderen viel mehr, ne? Aber das ist cool, die Anzeige funktioniert immerhin, ne? Ich bin jetzt gleich leer. Und wir können es so machen, dass wir immerhin die Schaufel schon mal vollladen und vorne hinstellen. Und dann einfach, wenn es nächste Mal ist, gleich reinkommen. Dann lassen wir das jetzt mal so. Jetzt haben wir jetzt 195.000, jetzt kaufen wir gleich alle Sachen fürs. Für. Ne? Weißt du schon, was ich meine? Mhm. Gülle. Das ist eine schöne Sache. Komm schon, ja, ich bin voll.
Wie viel Prozent bist du? Ich bin jetzt bei 0. Ah, sehr schön. Wisst ihr, es geht aber schnell runter. Aber müssen wir warten. So, jetzt lassen wir mal schauen, wie hoch der Füllstand ist beim Ding, ob sich das. Hallo, ich stehe doch schon da. 3%, ne? Aber es wird mehr. Und zwar viel mehr. Ja, ja, gut. 27.000. Also zuerst zur Kuh, weil da haben wir immerhin 200.000. Das wird zwar nicht fürs ganze Feld reichen, wir machen einfach mal das, was geht an Menge. Ich schon wieder backt. Gesehen. Jetzt ist voll, warte, jetzt ist voll. Lass mich noch fertig machen. Ich habe noch 7%. Leer. Ah, jetzt klippst du auch so aus, ne? Das ist ganz lustig, aber ich weiß nicht, wozu das da ist. Vielleicht damit man noch ein bisschen höher auskippen kann. Und ja, da muss man eben die Schaufel nicht so reinkippen, dass es den Radlader da ranzieht. Genau. Ah, jetzt ist wieder fast in die falsche Seite ausgekippt, das ist unglaublich. Ah, 20.000 ist total voll. Kann ich warten. Also jetzt kaufe ich erstmal, würde ich sagen. Güllefässer. Gülle, 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 Gülle. Hast du bestimmt mal was von dem Kohle-Song von Gronkh gehört, oder? Natürlich. Von Minecraft. Wir formen oder wandeln das einfach. Umtexten in Gülle. Umtexten in Gülle. Gülle, 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 Gülle. Schwuppdidu. Schwuppdidu. So, also ich würde sagen, einen Feldraum-Container brauchen wir. Ey, ihr könnt eine Farbe auswählen, was nehmen wir denn? Wir nehmen es Thunhammer, oder? Nee, ich bin jetzt beim Feldrand-Container, weißt du schon, der eckige. Achso, Halbfarbe ist grün. Es gibt alle Farben, es gibt 4 Rottöne, es gibt gelb, es gibt orange, es gibt schwarz, weiß, alles. Ich würde nehmen, vielleicht einen schönen grün. Ja, das ist ja original. Findest du ja auch verschiedene grün? Naja. Ja, ich finde Rot geil. Und nehmen wir im Rot. So richtig jetzt Kotte Garantrot, weißt du? So und Garantkotte, warte mal. Und dann bräuchten wir das Thunhammer. Das ist gekauft. Das Thunhammer Gülle. Gülle, Gülle, Gülle. Tunidisk heißt das. Tunidisk. Und als drittes brauchen wir, dann nochmal, 30.000 gehen rein. In Tees. Holen wir uns noch einen Kotte Garant, oder? Nee, das war nur, das ist halt, ja, Kotte Garant ist ja das. Oder nehmen wir erstmal das Zunhammer mit dem. Nee, das ist nur recht, so ein Zulieferfass, also so ein Auflieger halt für ein Ding. Jetzt schütten wir aber noch dass wir uns den LKW leisten können. Der kostet 285.000. Da brauchen wir noch 200.000, wenn ich jetzt reinschütte. Voll drin, okay. Gleich nochmal. Das haben wir gleich zusammen. Sind wir komplett ausgerüstet und können das dann machen, weil ich will dann nicht wieder mit dem Dolly rumfahren, da wenn er gleich mit dem Ladewagen, mit dem LKW. Ja, ich könnte mich erschießen. Nach rechts, nach oben, okay. Das muss ich doch endlich mal merken können. Du kannst noch komplett ausladen. Du kommst noch rein. Aber ich fände es schon geil, wenn man mehr reinkippen könnte. Wie groß ist unser Silo jetzt eigentlich? Noch auch noch 84%, aber immer noch 500.000. Aber jetzt gerade mal ein Fünftel, ein Sechstel weg. Leck. Also siehst du, ich bin auch voll. Ich will mal ganz kurz speichern. Nicht, dass das Spiel jetzt abschmiert. Und ich mich dann umbringen muss, weil alles nicht gespeichert hat. Das wäre ganz eklig. Es geht wirklich in 100er Schritten eigentlich schnell runter. Es ist aber geil, ne, die Anzeige. Das kannst du immer schauen. Das ist ganz gut.
Geht bei dir dann mehr? Geht dann überall 20.000 oder ist das gleich oder meinst du? Kann ich jetzt nicht schlecht sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie gleichzeitig gleich schnell runtergehen und sich gleichzeitig auffüllen. Ich glaube nicht. Wie viel stehen bei dir da auch 20.000 jetzt, oder? Mhm. Okay, dann ist es schon gleich. Wir müssen ja zwei anzeigen. Oder ist rechts auch eine? Nee, nur links. Schieß haben wir schon wieder 120, Wahnsinn. Ja, ja. Silage, das ist immer so ein. Wenn ich Geld brauche, dann einfach schnell ein bisschen was reinkippen und schon hast es. Das ist der Traum. Ich kann immer gleich nachlegen. Ah, du bist auch noch nicht voll. Achso. Aber hörst du den Sound? Das hört sich total komisch an. Das klingt wie eine sterbende Kuh. Das ist echt total komisch an. Bist du leer? Ich glaube, du bist leer, ne? Mhm. Ich nicht. Muss ich warten. Auch 130, ja, aber 150 haben wir gleich. Und während wir noch weiter entleeren, würde ich sagen, beenden wir unsere Aufnahme. Ja. Für heute, das war jetzt eh lang, werden wir in mehrere Parts unterteilen, die ich an jedem Tag hochladen werde, weil es kommt eh, glaube ich, ganz schön was zusammen. Und ja, wir sehen uns dann demnächst beim, ja, Gülle ausbringen und eventuell dann auch Mist. Na, ja, vielleicht noch ein bisschen Forstwirtschaft. Sicherlich, ja. Das können wir vielleicht noch machen, ja. Na gut, also bis dahin, macht's gut. Jo, haut rein. Ciao.